Ey, ich hoffe, das fährt jetzt einfach, ne? Das wird fahren, müsst ihr sehen. Ich hoffe, das fährt jetzt einfach. Willst du mitfahren, Justin? Nee, lass mal. Mehr Leistung. Ja, wir müssen gucken. Das Kugel kann nicht schneller sein, es geht nicht. Ach, ja. Ich fahr mal an den Platz, aber es hat Spaß gemacht. Vor allem im Dunkeln siehst du richtig die Flammen und so aus dem Ausbruch. Nicht geil, Alter. Geil, ey. Wunderschönen guten Morgen an alle Liebenden da draußen. Ja Leute, wir sind in Eisenach und wir dürfen hier starten und mal ein paar Tests machen. Und ich lasse schon mal die Luft raus. Wir sind vor einer Stunde gekommen. Justin ganz gemütlich herfahren, gell? War eigentlich ganz gut. Ja, war easy. Ganz gechillt. Und ich muss sagen, es ist nicht viel los. Wo wir das letzte Mal hier waren, standen die Jungs bis dahin, haben sich da angestellt zum Meilefahren. Da ist nichts. Also ich denke mal so die Hälfte von weniger an Besuchern wie das letzte Mal in Eisenach. Wann war das letzte Mal? War Gott. Was, das war Anfang des Sommers, ne? Ja. Irgendwann. Also ganz komisch, habe ich. Es ist richtig ruhig hier irgendwie so, gell? Ja. Ja. So, und ich lasse auf jeden Fall mal die Luft raus. Und dann müssen wir mal gucken, dass der Justin irgendwie vorne an die Strecke darf oder wie auch immer. Und ich riskiere jetzt mal einen Lauf, Justin. Kasala, alles geben. Alles geben? So wie bei mir. Justin ist übrigens jetzt der Superstar hier. Alle feiern dich. Die weil haben, du Eier hast. Die haben zu mir gesagt. Du hast Bulleneier. Du hast, die haben, einer hat geschrieben, Gockel, du hast aus Justine Justin gemacht. Das fand ja, ich lustig. Ich muss mich, also ganz ehrlich, die Kommentare sind mega. Ich habe so gelacht. Die Kommentare sind mega unter dem Video, wirklich. Also der eine, was hat der eine? Du hast dein geistliches. Nee, dein Körper. Nee, deine Seele hat deinen Körper fünfmal verlassen. Also Sprüche haben manche drauf, ne? Richtig geil, ohne Scheiß. 400 Kommentare und echt fast alle. Gut, die sind ein paar waren so, Mensch Leute, und zieht doch wenigstens doch einen Helm auf, ne? Aber ich meine, ihr habt ja irgendwo recht. Ja. Also Leute, ich lasse jetzt mal schön die Luft raus. Dann gucken wir mal, dass der Justin davor kann und ein bisschen was filmen kann. Und dann hoffen wir mal, dass ihr was zu sehen bekommt hier von der Karre. Geht? Wir haben jetzt schön gegessen, Schaschlik. Kümmer hat richtig geil Schaschlik gemacht. Und jetzt wagen wir uns mal. Jetzt fahren wir mal vor. Soll ich mitfahren oder brauchst du mich nicht? Ja, seelische Unterstützung wäre schon geil von dir, ne? Hier neben dran. Das wäre auf jeden Fall geil, aber ich glaube, das dürfen wir hier, ne? Moment, mach doch mal zu. Du musst nur bitte mitkommen. Kameras, ja. Und zwar für die Zuschauer, für mich nicht unbedingt, die Kameras einschalten. Ja. Und die zeigt ein bisschen zu weit nach unten. Das ist immer, noch ja. So ein bisschen, also du bist ganz drauf, der Sitz ist ganz zu sehen. Ja, aber mein Kopf vielleicht nicht mehr, weißt du? Und die wollen doch alle meine Fresse sehen. Meinst du? Ja. Nee, wenn wir vorne sind, gucken wir nochmal zusammen, okay? Okay, gucken wir. Also Leute, ich fahre jetzt mal vor. Und Patrick übrigens ist auch dabei, ein Kumpel von uns, ne, hier mit dem Golf. Den kennen die Leute ja auf jeden Fall. Ja. Das Auto kennt ihr, haben wir auch schon in sämtlichen Videos gehabt, auch über 1000 PS, DSG 250er, läuft mittlerweile echt gut, muss ich sagen. Ne? Und Patrick fährt jetzt auch mit. Wir dürfen später sogar gegeneinander ein bisschen rumballern, wenn die Autos noch fahren. Ne? Weiß ich. Also, wir fahren jetzt mal vor, wo ist der Patrick? Der trinkt gerade noch was. Nee, ab mit der Scholle.
Ey, was ist mit dir? Ey, was ist mit dir? Justin, was machst denn du da? Ich? Ich guck, was du machst, ich stalk dich. Ist dir auch so warm? Ein bisschen. Ist brutal, gell? Ja. Was ist, fahren wir mal gegen den Gockel, ziehen den mal ab? Meinst du, er kann's noch? Ja, ich weiß nicht. Der alte Knacker. Ich glaub schon, dass er's kann. Ja. Aber ich hab's auch vorhin verkackt. Und Zoe, hast du keine Angst? Echt nett. Wir wollten unbedingt schon die ganze Zeit und ja, die durfte. Warum nicht? Darfst du ja. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt mit der EC überhaupt losfährt. Musst du mal testen, ja. Diesmal bin ich's. Ey, ich hoffe, das fährt jetzt einfach, ne? Das wird fahren, müsst ihr sehen. Ich hoffe, das fährt jetzt einfach. Das wäre mal so geil. So, es heißt, wir dürfen einfach davor fahren, ne? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie gesagt. Okay, ja, dann fahren wir vor. Alter, stell dir vor, ich hab ne Wespe im Auto. Ha! Du bist der Marsch. Da bin ich der Marsch. Ja. Und die fliegen ja da rein. Nicht so geil, ne? Die LC ging gar nicht. Ja. Die ging nicht. Wolle war schneller, gell? Ja, ja, aber guck mal hier, Alter. Was hatte ich? 9,9, ne? Oder was? Ja. 60 Fuß 2,0. Oha. Da verlierst du schon über eine halbe Sekunde, weißt du? Egal, aber es läuft. Es läuft.
Heute Abend nochmal. Ja, wir gucken jetzt mal, was los ist. Ja, guck jetzt, ich guck mit Anlaufzeichnung alles an. Alter, was der? 1,7, aber Absacker des Todes beim Losfahren. Ich habe 2,0 60 Fuß gehabt und war 9,9. Ja, 9,8. Ja. 2,50. Also habe ich am Start eine halbe Sekunde verloren. Aber Alter, ich schwör bei Gott, 3 km/h schneller und ich schaff's nicht zu bremsen. Ich steig doch voll nein, Alter. Ich glaube, ich bin vorher runter, ich weiß es nicht. Alter, ich steig doch nein bis auf den Boden. Ich schwör dir, du siehst die Barriere hinter, die kommt immer näher, Alter. Ich bin dann schon am Runterschalten. Ja. Auf jeden Fall müssen wir uns, aber geil, wir sind durchgefahren. Beide Autos ohne Probleme durchgefahren. Außer bei mir ging die LC nicht. Ich habe drauf gedrückt und der neue begrenzt hat, bin einfach losgefahren. Das sah geil aus. Ich habe von hinten schön geguckt. Ja, also es fährt schon mal. Ich gucke mir jetzt die Datenaufzeichnung an. Und dann gucken wir mal, dann fahren wir später auf jeden Fall. Also ich hatte gefühlt Absacker des Todes beim Losfahren. Ja. Ohne Scheiß. Voll, wirklich voll. Hey, aber es fährt. Ja, es fährt. So Leute, wir versuchen es jetzt noch einmal. Wir sind vorhin schon angestanden. Leider ist da irgend so ein Quad, ne Justin? Nee, ein Kart. Ein Kart oder was. Ist irgendwie raus, hat es ihn gedreht und hat irgendwie die Ampel oder das Kabel beschädigt oder was. Und jetzt mussten wir wieder weg und haben jetzt, glaube ich, weiß nicht, 2 Stunden gewartet, ne, oder so. Ja. Jetzt dürfen wir uns wieder anstellen, jetzt dürfen wir nochmal fahren. Ja, ich bin gespannt. Beim ersten Mal hat die LC irgendwie nicht funktioniert oder mein Kopf hat nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Jetzt probieren wir es einfach nochmal. Wir reisen hier sowieso keine krasse Zeit, ne? Ja. So viel Leistung fahren wir auch nicht. Aber ich bin froh, wenn wir hier heute einfach mal ein paar Mal durchballern können. Das reicht mir. Und es hält alles. Und wenn alles hält, dann bin ich schon zufrieden. Ja, ich kann. Und nächstes Jahr, da können wir wieder loslegen. Oh ja. Ja. Patrick, seiner läuft auch gut. Wir sind vorhin gefahren, beide. Patrick, glaube ich, 9,8, ich 9,9 irgendwie. Ja. Mit, Gott, 60 Fuß 2,0 oder so. Also total schlecht. Aber wir sind echt glücklich, dass die Autos einfach fahren. Ja. Also, bis gleich. Geht los. Ich hab die Kamera mal an, weil du denkst dir wieder nichts. Sorry, ich hab die Kamera. Ich hab Wochenende. Anschnalle. Helm vergesse, ganz wichtig. Helm brauchen wir. Willst du mitfahren, Justin? Nee, lass mal. Bis gleich. Ja, bin gleich wieder da. Mit kaputter Motor oder irgendwas. Ah, war. Junge, wo fährst du denn hin? Ist das nicht zu glauben?
ab dem 5. oben raus wollte er schon irgendwann nicht mehr. Und dann, ich bin aber noch drauf geblieben. Ja. Reißt du jetzt richtig einen raus? Voll, Alter. Wie oft hast du das Getriebe eigentlich ausgebaut? Bis es lief. Pass auf. Ich habe dieses Jahr, das ist die 7. Veranstaltung, wo ich bin mit dem Auto. Ja. Aber die, ich glaube, die 3. erst, wo waren. Ja, tatsächlich bin ich, glaube ich, 3-mal hingefahren, ausgeladen, ging halt nicht. Und ausgebaut habe ich den Motor tatsächlich genau 10-mal dieses Jahr schon. Alter, stell dir mal vor, wir hätten das gemacht. Ehrlich? Durchgedreht. Wirklich 10-mal. Ich habe ihn sogar 2-mal ausgebaut, nur um zu gucken, ob alles noch okay ist. Ehrlich, ich habe wirklich alles ausgebaut. Aber jetzt läuft's, ne? Ja, bis jetzt. Also das war jetzt, glaube ich, mittlerweile der 24. Lauf tatsächlich schon von dem Auto, ohne dass ich was reparieren muss. Du bist aber gar nicht eine ganz gute Zeit gefahren hier, ne? Ja, es ist halt nicht repariert. Schneller wie 9,5 ist auf so Strecke schon heftig, ja. Da musst du schon richtig nochmal an der Leistung rumdrehen und ich habe halt Angst, bin ich ehrlich. Ja. Weil ich muss hier hinten wirklich, bei so, wir fahren mit 2,50 durchs Ziel, Vollbremsung mache und hier wirklich voll, damit wir nicht durch die Absperrung fahren. Vielleicht haben wir jetzt Glück und wir sind offen. Ja, schade, dass sie den hinten aufmachen, ne? Wollte er ja, ab 18 Uhr. Sobald der Flugverkehr hier... Ja, vielleicht haben sie es vergessen, was wegen dem, was vorhin passiert ist, ne? Es wäre halt geil, die würde aufmachen, weil das ist echt mies. Das ist nur so ein dummes Gefühl, du fährst hin und dann siehst du die Absperrung. Ja. Und denkst dir so, Alter, das reicht niemals. Ich habe gesehen, du hast das noch deinen Schirm klar gemacht, ne? Ja, ja, ich habe schon Schiff. Ich habe schon ein bisschen Schiff. Ja, ja. Safety first, ne? Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen was gemacht, weil... Mehr Leistung? Ja, wir müssen gucken. Das ist, Gockel kann nicht schneller sein, es geht nicht. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Ja. Der will mir jetzt Packung verpassen. Ich mache jetzt mal richtig Burnout, dass die Reifen mal so richtig warm werden. Ja, und dann ziehen wir mal richtig durch. Ja, dann ziehen wir richtig durch. Soll ich mitfahren? Ihr könnt mitfahren. Du bist wieder bewusstlos. Ja? Da ist aber der Zaun wieder, da macht keiner auf, gell? Max hat die GoPros drin. Guck mal. Max hat GoPros drin. Weißt du, was das bedeutet? Können wir euch mit ins Video einfügen und wisst ihr, wer jetzt gleich fährt? Der Kümmel. Kümmel? Kümmel fährt jetzt. Kümmel? Was? Zweite Gang, Allrad aus, anbörnen. Nein, ohne anbörnen. Nein, mach zweite Gang, LC-Start, anbörnen. Echt das funktioniert, ja, mach das gut. Zweite. Ja, auf deine Verantwortung. Mach auf dem zweiten. Aber Allrad aus. Probleme. Ja. Echt jetzt? Aber ich habe keine Handbremse gleich. Brauchst du
Geil! 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 Geil, Alter. Warum? 9,4? Ja, ich glaube 9,4, aber der trotzdem null Traktion, Alter. Ja. Null Traktion. Aber du bist mega und gut ich bin heftig weit vom Ziel, vom Gas, weil die hinten abgesperrt haben. Echt jetzt? Du kommst du nicht zum Stehen, dann fährst du durch den Zaun durch. Mann. Also viele Grüße an German Racewars und die Veranstalter, das ist scheiße sowas. Ja, das ist kacke hinten. Also ich bin bestimmt 50 Meter vom Ziel komplett vom Gas. Hab sogar abgebremst, weil ich Schiss hatte. Du weißt ja, ich sehe ohne Brille eh schon kaum was. Ja. Und ich sag, wenn ich da draufballe auf diesen Zaun, Alter, dann ist alles vorbei. Ich hätte fast erwischt. Also ich denke, was den Zaun? Ich bin gestern gefahren, 300 auf 1000 PS, hatte da hinten knapp 250 auf Tacho. Ich bin drin gestanden, ich hab die Handbremse gezogen. Also, ich habe noch Handbremse mitgezogen. Ich habe es in den Draggy-Lauf-Sichus noch. Mit 36 bin ich einfach einen Feldweg rein. Ich denke so, komm, scheiß drauf, wird schon. Das ist mega gefährlich. Mega gefährlich da hinten. Kurz hinten das Bremsstück, ne? Ja, ist viel zu kurz, weil die haben hinten einen Zaun, weil die, da ist ja Flugbetrieb, weißt du? Ich bin mal hier vor Jahren auch gefahren und bin weitergefahren und auf einmal steht ein Flugzeug vor mir. Und dann steigt der Typ aus dem Flugzeug, hat mich zusammengeschissen, hab ich gesagt, was soll ich denn machen, weißt du? Ja, weiß ich ja nicht. Und jetzt sperren die ab, aber da ist die Auslaufstrecke echt zu kurz. Das sind nur 400 Meter. Ja, das ist nicht viel. Ja. Wem sag ich das? Geil, ey, das hat geknallt hier vorher. Ja, Mann, ne? Richtig geil. Für die Hobbyfahrer ist das egal. Ja, die fahren ja nicht so schnell da durch. Genau. Wir fahren damit 250 durch. Also wenn du aber 50 Meter vom Zielstuhl vom Gas, dann wäre das bestimmt eine hohe 9,3 gewesen. Ja, so 9,2, 9,3 hätte ich, denke, wäre das auf jeden Fall noch gewesen, ja. Bolle war irgendwas, fühlt gerade irgendwas passiert. Echt? Ja, ja. Okay. Egal. Ja, ich fahre jetzt auf jeden Fall zurück, weil ohne Brille fahre ich sowieso nicht mehr, weißt du, und mir ist das da hinten echt zu gefährlich. Ja, wissen wir, ja. Also, ich fahre mal an den Platz, aber es hat Spaß gemacht. Vor allem im Dunkeln siehst du richtig die Flammen und so aus dem Ausbruch. Nicht geil, richtig Alter. Geil, also hinter mir war der, ich habe den nur gehört, wie er losfährt, drei Gänge oder so und dann war aus. Ja, das habe ich gehört, wo ich hinten oben stand. Junge. Es hat voll Bock gemacht, es hat voll im Dunkeln, ich höre die Feuerflamme alles gesehen, voll geil. So, einen wunderschönen guten Morgen, wir haben Sonntag, sind alle einigermaßen fit, so einigermaßen. Ich überhaupt nicht. Du gar nicht? Eine halbe Stunde geschlafen und dann haben hier unsere Nachbarn gemeint, hier die Musik aufzudrehen. Die haben aber auch eine Anlage gehabt des Zorns, gell? Ey, das hat bei mir im Zelt so gebrummt und so. Gerade wo ich eingeschlafen war. Weißt du, so, wo ich gerade so in den Tiefschlaf gekommen wäre. Zack. Und dann aber war trotzdem ein geiles Wochenende, oder? Ja. Dein Auto kaputt, habe ich gehört schon wieder. Kümmel hat es kaputt gefahren. Ja, was heißt kaputt? Das ist halt Kupplung, ne? Kleinigkeit. Aber ich vermute, es sind die Zwischenscheibe. Dass die sich verklebt haben. Ja. Oder dass sie halt krumm sind und nicht mehr drinnen. Ja. Aber
Aber das sind noch Gebrauchte von dir gewesen, wo wir reinhaben. Ja, egal, wieder raus, gucken, wieder zusammen, fertig, geht weiter. Getriebe trotzdem will ich mal aufmachen nochmal, wenn ich es schon draußen habe, gucke nochmal. Warum? Ah, ich weiß ja nicht, ob die Zahnräder doch. Wieso? Ey, ich hab's doch draußen. Ja, ist doch egal, ich hab's doch draußen, da kann ich trotzdem mir die Zahnräder angucken. Ja, musst du mal gucken. Du weißt ja immer, die 20 Schrauben, halb Stunde ist offen. Wird eh Zeit für anders Getriebe. Ja, dann muss sparen. Also Leute, ja, es war trotzdem ein geiles Wochenende, ne? Hat war mega. Trotzdem Bock gemacht. Und dein Auto ist gefahren. Und mein Auto ist gefahren, Leute. Ja. Es ist zwar, ich meine, die Strecke ist nicht zum Schnellfahren hier gedacht, nee. Sag ich mal. Dann haben die, das war echt für uns, bei Max ging's, er fährt, wobei das war auch wahrscheinlich auch schon eng mit dem hinten, mit dem Zaun. Bremse war Katastrophe. Ne? Also meine Bremsscheibe sind hier, kann ich dir sagen, die sind krumm. Also ich musste immer mit Patrick vorm Ziel vom Gas gehen, weil die hinten einen Zaun aufgestellt haben, weil hinten ist ja noch ein Landeplatz. Genau. Und wegen den Flugzeugen, dass wir da nicht irgendwo in die Flugzeuge reinballern, weil das ist mir, wann war denn das? Vor drei, vier Jahren? Vier Jahren sowas, glaube ich. Bin ich, ach stimmt, das war mit dem Renner 3 noch, das war noch mit dem Renner 3. Da bin ich da hinten raus, durchs Ziel durch, voll durchgezogen, auf einmal steht ein Flugzeug vor mir. Der Typ hat mich richtig angeschissen, der die Decke. Ja, aber da kommt ja nichts dazu. Ja, da haben die mich angeschissen und jetzt sperren die hinten ab, machen da einfach einen Zaun hin, also die Auslaufzone ist echt begrenzt. Das musst du. Ich bin da immer irgendwie mit 2,40 durchs Ziel, weil ich vorher halt vom Gas gehen ne, musste. Also, sonst wäre ich da vor, ey, einmal was richtig, ey. Ich bin voll rein, voll. Und der Bolle auch. Ne? Ist ah, beim ersten Mal bin ich auch voll rein. Denke ich mir, Alter, das kommt ja immer näher und so. Ja. Und dann sind wir abends noch gefahren gestern, war schon dunkel, ich bin sowieso ein Blindfisch ohne Brille und dann bin ich richtig, weiß ich bestimmt, ich glaube 80 Meter oder 100 Meter vom Ziel bin ich vom Gas, ich habe mir gedacht, bevor ich da reinballer, ich habe den Zaun gar nicht gesehen. Ja, das war schon Schlängel. Aber egal, Auto läuft, alles super, alles geil. Max, dein Auto läuft auch, das läuft sowieso immer bis auf das Getriebe, das Originale halt, das schießt du halt immer ab, ne, ist klar. Ja, Getriebe ist ja diesmal nicht. Ist ja Kupplung. Ja, jetzt ist Kupplung, jetzt klebt die Kupplung, weil der Kümmel wahrscheinlich zu lang auf der Kupplung gestanden ist bei der LC oder irgendwas. Ja, das kann sein, dass er lange geschliffen hat. Und weil der eh so kurz war, weil ja der Anschlag, mir ist der Anschlag abgebrochen, muss man ja auch zu erwähnen, haben wir es provisorisch gebaut. Ja. Und ich denke, der war einen Tick noch zu lang. Das kann sein. Und dann überdrückt. Ja, und die ist ja schon nach ein bisschen gekommen und hat sie dann auch noch schleifen lassen. Na, also hätte sie eigentlich struff bleiben müssen und drücke und das, dann das hätte funktioniert. Na, heißt aber ist doch scheißegal, das ist auch ein Auto passiert. Ja. Also alle Autos eigentlich heile, sage ich mal, motormäßig nichts kaputt, alle wunschlos glücklich. Jetzt wird noch Schaschlik gegessen und dann geht's ab nach Hause. Drücken da tatsächlich noch einen Kühlschrank da rein, Kümmel sein Bus, ne? Also, wir sehen uns später in der Halle. So, wir sind wieder da, wir sind wieder in der Firma. Es ist Montag und wir sind alle ja, noch ein bisschen durch. Harry, Fazit vom Wochenende. War gut, ne? Es war sehr gut. Und der Harry hat was getrunken gehabt. Harry hat am Samstag im Zelt gut mitgetrunken gehabt. Es war geil. Wir haben echt Spaß gehabt. War echt super. Auf jeden Fall, für uns war es irgendwo ein erfolgreiches Wochenende. Ja, klar. Wir waren nicht so schnell. Strecke hat es nicht zugelassen, aber wir konnten echt genug testen. Das Auto läuft wunderbar. Jetzt brauchen wir eine gescheite Strecke. Ja, jetzt kommen wir erstmal alle runter und fangen wieder an zu arbeiten. Langsam, aber langsam. So langsam, ja. Also, und Justin? War geil. War mega, oder? Ich will noch mehr. Ja. Ich mache mir jetzt auch ein Auto. Aber Sonne ist jetzt weg, gell? Wir haben einen Wetterbericht heute geguckt mit dem Harry. Ist vorbei, Sommer ist vorbei. Ja. Ja. Das noch was wird, wissen wir nicht. Zerbst ist, glaube ich, nächsten Monat. Ja. Und in Ausland sind noch ein paar Rennen mit geklebten Strecken. Da gucken wir mal, wie das Wetter wird. Vielleicht fahren wir da mal irgendwo hin. Ne? Geiler Scheiß. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wann? Harry, auf der nächsten Party. Ich habe nichts mit reingeschnitten. Wir haben ein paar Videos, wo wir hier alle so schön getanzt haben im Zelt und so. Aber der Harry hat Funkser, hat das nur gemacht für die Kamera. Für die Kamera? Ja, also kannst du doch entscheiden. Okay. So, wir sind mal weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.